Nein. Biest. Nice, jetzt hat's geklappt, endlich. Direct Time Finish. Ich habe ihn gerufen mit der 1. Ich zeig's euch später. Scheiße. Wow, Torhüter bewegt, Leute. Das war so viel Glück. Das war so viel Glück. Oh mein Gott, das Tor habe ich mir nicht erarbeitet. Das war so viel Glück. Ich weiß nicht mal, wie man den Torwart bewegt. David, du drückst den rechten Stick rein, hältst ihn reingedrückt und bewegst ihn damit links und rechts. Und somit bewegst du den Torhüter. Glück des Millenniums, Alter. Also, beide Tore glücklich des Todes. Ich wollte einen El Tornado machen. Schuss halt. Jo, jetzt reicht's langsam. Jetzt sind wir quitt. Jetzt sind wir quitt. Ey, übertreib. There will be a minimum of 2 minutes of any time. Bah! Verrücktes Spiel. Verrücktes Spiel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wirklich verrücktes Spiel.
kann das ein Fehlpass sein? Ich glaube in meinem Leben nicht. Hallo. Psst, Schatz, bitte, bitte, ganz kurz, bitte. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Das war Schwitzer des Todes. Und der war auch nicht so schlecht. Der wurde in der zweiten Halbzeit besser. Also, erste Halbzeit war ja nur ich, ne? Bis zum 4-0 war nur ich und plötzlich kam er ins Spiel. Ich kann es euch nicht erklären, aber er kam plötzlich wirklich, als ob ein anderer Spieler übernommen hat für ihn. Ohne Shirts. Also, schaut euch das Spiel an. Ich hatte irgendwie das Gefühl, zwei Kollegen sitzen daheim. Der eine hat komplett Scheiße gebaut. Der andere sagt zu ihm, du Vollspast. Was ist los mit dir, Alter? 4-0. Wie soll man dieses 4-0 jetzt hier aufholen? Gib mir diesen Controller. Und dann spielt der andere Schwitzer am Start, ne? Holt auf 4-4, 5-4 und ich gewinne auf Krampf. So irgendwie hatte ich das Gefühl bei dieser Partie. Respekt auf jeden Fall für sein Never Give Up. Das war wirklich heftigstes Comeback, was ich je erlebt habe gegen mich. Respekt.